Ja, hallo und schönen guten Morgen. Heute bin ich am Titisee unterwegs. Ich unternehme einen Herbstspaziergang rund um den See und nehme euch dazu mit. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Also, geht's los. So, bevor ich mich auf die eigentliche Tour mache, bin ich noch im kleinen Kurpark beim Schwimmbad. Schaue mir noch ein bisschen so den See an, nehme ein paar Eindrücke auf. Ja, und dann geht es eigentlich schon los. Jetzt muss ich noch ein kurzes Stück entlang der Straße laufen. Ja, und dann biege ich ab, runter zum See. Ich bin jetzt in Bruderhalde. Bruderhalde ist ein Ortsteil von Hinterzarten. Ja, ich habe noch mal richtig Glück. Heute ist ein strahlend blauer Himmel. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. In den nächsten Tagen soll Wetterwechsel sein. Und so genieße ich, das laute Auto. Und so genieße ich den Tag noch mal.
Ja, hier an der Straße ist doch ein ganz erheblicher Verkehr. Immer wieder kommen Autos vorbei, manchmal viele. Ich bin froh, wenn ich von der Straße nachher wegkomme. So, nun bin ich beim ersten Campingplatz. Ich laufe bis runter ans Ufer, schaue mich ein bisschen um und dann geht es auf dem Rundweg weiter. Ich verlasse nun den ersten Campingplatz. Direkt am See liegen drei Stück. Jetzt geht's weiter auf den Rundweg. Das war gerade eben ein uraltes Schwarzwaldhaus und da ist auch ein Landtechnikmuseum untergebracht. Jetzt geht's runter und zum nächsten Campingplatz. Der liegt nicht direkt am See, sondern am Seebach und der wiederum fließt in den Titisee. Und bei diesem oder beim nächsten werde ich eine kleine Cappuccino-Runde einlegen. Übrigens da hinten. Da ist das Bärental und im Anschluss der Feldberg. Thank you.
Restaurant hat zu, aber nebendran gibt es Coffee to go. Mal gucken, ob es da was gibt. Coffee to go, der kleine Kiosk hat auf und ich habe mir einen Cappuccino gegönnt. Den genieße ich jetzt und dann geht es weiter. So, ich verlasse nun den Campingplatz und gehe in Richtung zum nächsten und da ist direkt das Ufer. Jetzt bin ich am See, endlich auf der anderen Seite, da drüben. Da ist der erste Campingplatz. Dann war ich ja vorhin beim zweiten, da habe ich einen Cappuccino getrunken. Hier ist jetzt der dritte, direkt am See. Und hier hat es auch ein Kiosk, ein Restaurant, ob das aufhört um die Uhrzeit, weiß ich nicht. Aber die Aussicht hier, die ist grandios. Thank you.
Ich bin jetzt am Südufer. Der Weg ist auch sehr breit und ausgebaut und führt mich jetzt direkt zum Ort Titisee. Ganz hinten am Horizont, da sieht man den Feldberg, der höchste Berg aller deutschen Mittelgebirge. Man sieht den Fernsehturm. Jetzt geht es aber weiter. Die letzten, schätzen Kilometer oder zwei sind es vielleicht höchstens. Also der Weg ist nicht sehr groß. Also hier sind ziemlich viele Leute unterwegs. Wenn man die Einsamkeit sucht, ist man hier bestimmt nicht richtig, aber die suche ich ja heute auch nicht. Kurz vor Titisee macht der Seerundweg auf der Südseite vor dem Ort noch einen kleinen Schlenker abseits vom See und dann wieder voll rein in den Titisee-Ort. Thank you.
Nun bin ich wieder zurück im Kurpark, da wo die kleine Reise der Seerundweg begonnen hat. Er dauert etwa 2 Stunden. Das ist gut zu bewältigen, sehr gut sogar. Ich habe ja viel Zeit auch für Fotos und so weiter verbracht und fürs Filmen. Es war ein sehr schöner Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mal hier Urlaub machen möchtet, guckt einfach in Schwarzwaldführer rein. www.schwarzwaldführer.de, dort sind Hotels und Ferienwohnungen. Wenn ihr einfach nur so einen Tagesausflug hierher machen möchtet an den Titisee und vielleicht auch diesen Seerundweg begehen möchtet, dann vergesst nicht, hier sind alle Parkplätze kostenpflichtig. Hotels und Ferienwohnungen haben ja Parkplätze sowieso, da lasst am besten das Auto stehen. Und Tagesausflügler müssen leider zahlen hier. Aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem. Ja, und jetzt geht's nach Hause.